Ho, ho, ho! Hallo! Nui! Ja? Was ist dein Lieblingsfest des Jahres? Weihnachten! Ja! Ich habe kurz überlegt, ob ich St. Martin sagen soll. Hallo und herzlich willkommen, meine kleinen Butzels, bei einem neuen Video. Es weihnachtet hier, während überall auf der ganzen Welt gerade Schneefall ist. Bei uns in Duisburg ist nichts. Aber um trotzdem für weihnachtliche Stimmung zu sorgen, haben wir uns die Frage gestellt, was ist die beste Weihnachtssüßigkeit, die es gibt? Und wir werden allen Weihnachtssüßigkeiten eine Bewertung geben. Und an dieser Stelle möchte ich sagen, ich habe wahrscheinlich recht, Noah nicht. Ich habe immer recht. Beim letzten Mal haben mir viel mehr Leute zugestimmt als dir. Aber ich hätte trotzdem recht. Okay, Noah, erste Weihnachtssüßigkeit. Oh, wow. Ja, Lebkuchen ist, glaube ich, auch so das most basic Ding, was man... Diese großen Packungen, die gibt es auch in jedem Supermarkt. Ja. Jeder hat die von der Eigenmarke. Ja. Und ja, man macht so im Winter ungefähr wöchentlich 3 Packungen davon leer. Ach, baba! Prost. Guck mal, ist schon geil. Ja. Süß, schokoladig und man kriegt Durst. Was? Wie viel Weihnachtsengel von 1 bis 10 würdest du den Lebkuchen geben? Weil es so ein No-Brainer ist? Ja. Mit Luft nach oben? 8,5. Ich würde auch 8,5. Lebkuchen ist so ein No-Brainer. Jeder mag es, jeder wächst damit auf. Obwohl ich nicht der größte Schokofan bin, mag ich Lebkuchen. Der Nicolo, wer das empfohlen hat, finde ich, der hat sich da schon gut was einfallen lassen. Und deswegen kann man auch da mal Props geben. Gut. 8,5! Yay! Yeah. Nächster! Was haben wir noch? Zimtsterne. Würzig Tat. Steht da draußen noch? Wir haben uns im Supermarkt schon darüber gestritten, ja, dass Michi gesagt hat, alles ist Lebkuchen. Ja, das ist auch Lebkuchen. Das ist halt unschokolierter Lebkuchen. Oh, das ist aber nicht... Aber nicht so aus wie auf der Packung. Das ist richtig. So sehen die nicht am Bild aus, möchte ich sagen. Was ist denn da passiert? Da hat sich der Endekörper keine Mühe gegeben. Ruchsprobe. Für dich wie Plätzchen oder Lebkuchen? Ach, was riecht das? Oh, Zimt. Die sind halt sehr süß. Mhm. Weißt du, beim anderen beim Lebkuchen hast du diese Schokolade. Du hast diese Experience. Also das macht einfach Spaß. Du bist da, du hast... Toko. Ich meine, selbstgemachte Zimtsterne schmeckt natürlich nochmal besser. Kommt doch auch an, von wem? Doch kein Universalrezept, das jeder gleich von macht. Von mir. Ja, natürlich. Ich mag diesen Teig, der so fest ist. Mhm. Die sind aber, muss man sagen, sehr trocken. Das ist wahr. Aber ich finde die als Abwechslung cool. Ja, also ich finde die so 6. Sorry, ist okay, man kann ja nicht alles haben, ne? Ich esse sie trotzdem auch. Ja, das weiß ich nicht. Engelchen muss noch vergeben, Nui. Ich gebe 6 Engelchen. 6 Engelchen? 6 Engelchen. Okay, gebe ich auch 6 Engel. Nui! Weil zu trocken war zum Runterschwemmen, hä? Eierpunsch. Ich bin nicht der größte Eierpunsch-Fan. Ich auch nicht. Das liegt, glaube ich, aber daran, weil ich gerne nicht so Alkoholmann bin. Und ich finde, Eierpunsch hat immer etwas sehr zu krass Alkoholisches. Ich finde, es hat was zu krass Eieriges. Jo, no. Da hätten wir auch die Inhaltsstoffe beschrieben. Ne? Von dem Öffnen der Flasche gut schütteln. Wie empfehle ich, eine Woche Flasche im Kühlschrank aufzumachen und innerhalb von 2 bis 3 Tagen zu verbrauchen? No! Zum Glück haben wir hier 1 Liter Flasche. Ich kann doch jetzt kein Liter Soppen, nichts mehr dank. So, okay. Also Noah, bist du bereit? Boah, ich riech's bis hier. Oh, wow. Das riecht, als würde ich im Park an so einer Mülltonne vorbeigehen. Weißt du, meinen ersten richtigen Rausch, bist du wahnsinnig, den hatte ich auf Babys. Da war ich, glaube ich, 15 oder 16 und ich bin so abgeschossen, deswegen mag ich kein Babys mehr. Und das erinnert mich sehr an Babys. Ja, aber Babys mit Ei. Ja, ja. Ist er abgelaufen? Ich hoffe nicht. Ich meine, vielleicht ist er warm besser. Jetzt ist es zu spät. Gibt kein Zurück. Es riecht unangenehm, aber schmeckt. Der ist so säuerlich. Gut, kein Haltbarkeitsdatum. Ist vielleicht ein schlechtes Zeichen. Vielleicht ist noch eine Flasche vom letzten Jahr.
sorry, ein Engelchen, einen faltigen, alkoholisierten, traurigen Engel. Damit wir uns wieder erholen können von diesem Schock gerade, ja. Da haben wir den Christstollen. Ein Christstollen. Ich weiß, dass da Rosinen drin sind und ich mag nur Rosinen, die harten. Die weichen mag ich nicht. Das könnte kritisch werden. 27% Rosinen steht da drauf sogar. Schau, 27 haben wir. Oh! Moment, stopp! Weißt du, was das von der Seite an sich, wie das aussieht? Wie ein Busen. Boah, 27%? Ich würde sagen 100! 27% wie so ein Nippel mit Rosinen vorgesetzt. Prost! Ah, und? Ha, Ey, ich esse gerade einen Sobsalat. Nee, da sind mir zu viele Rosinen drin. Hey, ich schwöre dir, als Kind hätte ich alle Rosinen einzeln rausgekitzelt. Das glaube ich dir sofort. Ja, weil ich würde es wahrscheinlich heute noch tun, wenn ich nicht zu faul geworden wäre. Vier bemühte Engel. Ich kann mit dem Christstollen nichts sagen. Ja, sorry, aber da stimme ich gar nicht zu. Was bist du denn? Also für mich, der Christstollen, ja. Der kommt auf die gleiche Ebene wie die Schokoladekuchen. Der kriegt 8,5. Ja, aber nur in deinem Universum. Nee, in jedem. Also klar, du musst halt Rosinen mögen, aber das ist halt so. Naja, eben. Ich finde von der Idee, von der Konsistenz, dieses dicke Teig, dieser leicht feuchte Teig, dieses Mäuste, das finde ich eigentlich ganz nice. Auch wenn da oben dieses. Da haben die Rosinen noch einen großen Anteil. Ja, aber ja, das macht ja schon gut. Aber ich finde, der Geschmack ist das Problem. Und auf was kommt am Endeffekt an? Auf den Geschmack. Habe ich nicht recht. Nee, also ich habe gewonnen. 8,5. Na gut. Oh, Pfeffernüsse. Oh, die habe ich immer von meiner Oma bekommen damals. Von der Moni-Oma. Schönen Grüße, Oma. Oh, schau, wie gut die aussehen. Boah, diese Glasur. Hä? Ich glaube, ich liebe Kuchen. Ich kann mich erinnern, damals bei meiner derselben Oma, die hat mir immer so einen Teller hingestellt. Mit Pfeffernüsse drauf, so ein paar eingeschälte Apfel war dabei. Kakao zum Eintrag. Kakao, alles so schön immer gerichtet, so eine kleine Jause. Und da erinnert mich die Pfeffernüsse dran. Pfeffernüsse, das finde ich wirklich nicht schlecht. Da würde ich sagen, eine 9. Eine 9? Na klar. Also ich sage 4,5. Ich sage 7,8. Und dabei bleiben wir. Okay. Tschüss. Ah, oh, ich glaube, die kannte ich nicht. Oder jetzt kenne ich sie. Genau. Arena Dominosteine. Was ist? Arena. Ja, steht drauf. Kennst du die Stadt Aachen? Aachen. Ja, Arena. Ja, in Österreich machen Mathematik. Mathematik? Also die Arena Dominosteine. Vielleicht weiß ja jemand, warum sie Arena Dominosteine heißen. Weil es doch Aachen kommt. Aachen ist das schöne Stadt in Griechenland. Ich weiß nicht, ob Dominosteine jeder mag, weil ich glaube, die sind schon speziell mit diesem Gelee da drin. Ja. Schokolade, oder? Schokolade? Schokolade. Also ich finde die wirklich gut. Weil die sind anders. Das ist so ein bisschen, als würdest du ein kleines Stück von einem Kuchen essen. Ah, aber eher eine Torte. Eher eine Torte, sorry. Das ist ein kleines Stück Torte in einer großen Welt. Romantischer wurden die Achela Dominosteine durch Liebe. Stimmt. Ich würde sagen, 9 Engelchen. Wow! Ich sag auch 8, weil das so ein Kuchending ist. Und Kuchen ist. Ich finde, das ist so was typisch Weihnachtliches. Es gehört für mich unbedingt zu Weihnachtssüßigkeiten. Spekulatius! Was ist eigentlich Spekulatius? Lebkuchen. Lebkuchen? Nee, was ist Spekulatius? Das sind Gewürze, oder? Spekulatius wurde nach den Keksen zu einem Gewürz. Mmh, Alter, das ist ein kleiner Schneemann, so ein kleiner Wichtel. Prost! Ja. Ja, da haben wir ihn. Den Gewinner. Die Schokolade. Ja. Dieses leicht, diesen vanilligen Teig. Diese Kombination ist so smart. Ich finde das gut, wie du dich unterhältst. Ich esse einfach meinen Spekulatius. Ja. Also den würde ich einfach 10. Ich würde sagen, Spekulatius ohne Schokolade sind eine 6. Aber mit der Schokolade würde ich auch 10 Engelchen haben. Nee, das sind also 10 Engelchen. Die kann man empfehlen. Die machen auch Spaß. Da kannst du kein Krippenspiel machen da. Als nächster
haben wir was, was nicht alle mögen. Ich gebe euch einen Tipp. Wenn Opa mag es. Marzipan-Kartoffels. Wie findest du Marzipan? Sehr gut. Ich auch. Alles mit Marzipan ist gut. Das ist eher ein Marzipanbohne. Das ist kein Kartoffel. Wieso ist man eigentlich auf die Idee gekommen, Marzipan-Kartoffeln zu machen? Weil Kartoffeln wäre jetzt nicht das Erste, wo ich dran denke. Von wegen der Farbe. Ich finde immer, Marzipan ist eine edle Süßigkeit. So Marzipan, das pfeift man sich nicht rein wie so Schokobons, sondern das ist sowas für Genießer. Ich habe eine ganze Kartoffel mit einem Haps gegessen. Marzipan-Kartoffeln nur, was geben wir denn? Also ich mag Marzipan sehr gerne, aber lieber in Kombination mit Schokolade oder irgendwas. Okay. Deshalb die Marzipan-Kartoffeln würde ich 7 Engelchen. Ich auch. Aber ich glaube, weil es so süß ist. Weil du kannst doch nicht mehr davon essen. Das ist auch wahrscheinlich das Umstrittenste. Ja, niemand schreibt, dass er Marzipan mag. Weil, und jetzt schreiben alle, ob sie es mögen oder nicht, weil ich es so erwähnt habe. Ich finde Marzipan gut. Okay, 7 dicke Engel. Lebkuchen. Aber nicht irgendein Lebkuchen, sondern Lebkuchen mit dieser Pappendeckel drauf. Oblate. Pappendeckel. Was ist denn das für ein Burger-Pad, die da drin? So, aber ja, du musst schon darüber reden, dass in diesen Packungen sind immer 3 Arten drin. Drei Arten. Stimmt, das sind... Oh! Jedes Mal. Oh, das habe ich noch nie gesehen. Und die kann man absolut auch untereinander ranken. Ich meine, weißt du, das da unten, das ist ja wie eine Hostie. Und ich habe eben, und kennst du, dass man auch vorgeht zum Priester? Und dann kriegt man. Oder er legt sie direkt im Mund. Ja, stimmt, das war auch. Das wäre eigentlich ziemlich lustig bei den Großen. Oh. Der hat immer auch diesen Wein gesoffen aus diesem Kral. Ich wollte immer diesen Wein saufen. Es ist ein normaler Lebkuchen. Ich will aber meinen behalten. Deiner ist besser. Weil der knackiger ist, deiner. Ja, der ist nur. Genug weich. Was würdest du sagen? 6,5 Engelchen. Ich war zwischen 6,5 und 7. 6,7,5. Und als letzter, Noah, den Klassiker schlechthin. Was fehlt denn noch zu einem guten Wein? Was fehlt denn noch? Das, was alle immer mögen. Das, was mehr konsumiert wird als Lebkuchen. Kleiner Tipp, es ist nicht die Currywurst. Der Glühwein. Der Glühwein. Wir haben den Medrano Glühwein, winterlich fruchtig. Von welcher Marke? Freixenet. Frischenet, oder? Was, ehrlich? Frischenet? Wirklich? Auf jeden Fall nicht Freixenet. Den müssen wir in Glühwein in den Topf erhitzen, aber nicht kochen. Prost, Noah, das haben wir jetzt verdient. Ah, er ist so schön warm. Es ist kein Kinderpunsch. Ich glaube, ist schon okay. Weil er ist warm, er geht schnell ins Blut. Und ich glaube, das ist das, warum... Und das ist, was du brauchst an meiner... Ich glaube, das ist das, was die Leute wollen. Magst du Glühwein? Ja. So gern? Ja. Wie gern? 8,5 Ich mag geschmacklich die Schärfe, die dazu kommt. Also diese Alkoholschärfe. Ja, ich mag die nicht. Aber vielleicht ist es gerade das, was den Spray von der Spreu trennt. Ja, vor allem in Achen macht man das. Nee, ich gebe ihm 5. Ja, also ich bleib bei 8,5. 8,5 sehr glückliche Engelchen mit bisschen roter Nase. Ja, bin ich der größte Glühwein. Glühwein-Fan. Ja, bin ich auch nicht. Bin ich der größte Glühwein-Fan. Während die Noah den Alkoholiker rauslässt. Den Spray von der würde ich sagen,
Das ist unsere Final-Wertung. Ich finde, Weihnachten ist ganz nice, aber ich finde, bei Weihnachten ist eigentlich immer alles nur süß. Was gut, ich finde das Zusammenspiel der verschiedenen Süßigkeiten gut. Ich mag einen Teller, auf dem Spekulatius ist, ein bisschen Lebkuchen, genau. Ein bisschen Dominosteine, dazu ein Glühwein, die Kombi macht. Genau. Einzeln ist alles ein bisschen zu sehr in eine Richtung. Ja, das stimmt, ja, ja. Aber, ja, du lobst der Wein. Wie sagt ihr, seid ihr mit unserer Meinung zufrieden? Wie findet ihr Marzipan? Wollt ihr das doch jetzt nochmal schreiben? Und vor allem, ja. Sollte Eierpunsch so schmecken? Sollte Eierpunsch so schmecken? Den verlosen wir. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video ein Like, würde mich sehr freuen. Und die Engelchen auch. Und die Engelchen würden sich richtig drüber freuen. Frohe Weihnachten! Bis dann, meine Mäuschen. Tschüss! 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 Du Alkoholiker. Hehehe! Trinkt ihr wirklich?